wünsche dir auch beruflichen Erfolg, drücke dich lieb. Wessen Patentante hatte da von mir Besitz ergriffen? Aber viel schlimmer ist etwas anderes, die Grundaussage des E-Mails. Man muss sich doch, bevor man zu schreiben beginnt, überlegen, was man mit den Zeilen erreichen will. Zum Beispiel, zu der Freundschaft zu finden, für die man einander früher zu anziehend fand. Die Freundschaft zu retten, die nebenbei dennoch entstanden ist. Die Liebe zu beschwören, die man voreinander verheimlicht hat. Die Liebe zurückzunehmen, die man heimlich investiert hat. Die Bitterkeit, die übrig geblieben ist, auf den anderen abzuwälzen. Die Bitterkeit als Zeichen der moralischen Überlegenheit aufs eigene Banner zu heften. Den anderen fühlen zu lassen, dass er schlecht im Bett war. Den anderen wissen zu lassen, dass man selber nur deswegen schlecht im Bett war, weil die Gefühle so schwach waren. Die Versicherung zu bekommen, dass etwas, das nicht hielt, trotzdem gut gewesen sein kann. Den anderen daran zu erinnern, dass Dinge, die gut sind, nicht so leicht zerbrechen. Eine Tür einen Spalt weit offen lassen, die Tür endgültig zu verschließen. Mein Ansatz schien es allerdings gewesen zu sein, mir selbst ein Empfehlungsschreiben für die nächste Geliebte auszustellen. Liebe Jenny, bitte unterfertige dieses Schreiben und sende es mir alsbald für meine Unterlagen zurück. Eine kurze Anmerkung meines Mannes Kraft betreffend würde mir zusätzlich weiterhelfen. MFG, der so gut war, wie er eben konnte.